Papa 0 India Sierra Sierra von Delta Lima 0 India Lima, do you copy? Over. Delta Lima 0 India Lima, ISS copy loud and clear. Welcome to the International Space Station. Thank you very much for picking us up. 5 and 9 from Leverkusen. Und ich begrüße dich, Alex, im Namen des Schickard-Gymnasiums aus Herrenberg und des Werner-Heisenberg-Gymnasiums aus Leverkusen. Und hier kommt auch schon unsere erste Frage. Wie verändert sich der menschliche Körper im Weltraum? Over. Ja, das ist eine gute Frage. Erstmal alles Gute, viele Grüße nach Leverkusen. Ja, der menschliche Körper im Weltraum, der passt sich an die Umweltbedingungen an. Das heißt, die Muskeln werden schwächer und unser Immunsystem ändert sich auch. Und das ist das, was wir gerade hier oben auch erforschen. Und dadurch können wir auch Krankheiten auf der Erde besser verstehen, wie zum Beispiel Muskelkrankheiten und somit Erkrankungen auf der Erde auch helfen. Verändert sich der Biorhythmus im All? Over. Der Biorhythmus, der passt sich an den Tagesrhythmus, den wir ihn verpassen, weil wir im Weltraum einfach so, weil wir es gewohnt sind, nach einem 24-Stunden-Rhythmus arbeiten, obwohl die Sonne 15 oder 16 Mal auf und runter geht. Und dadurch bleibt unser Biorhythmus in diesem 24-Stunden-Modus, aber das ist künstlich, das ist nicht natürlich so. Stimmt es, dass man in der Schwerelosigkeit nicht rülpsen kann? Over. Es ist tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil die Luft im Magen nicht oben schwimmt, sondern sich im Magen verteilt. Dadurch ist es schwieriger, aber das ist natürlich auch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was für eine Person man ist. Also das ist für manche leichter, aber für manche schwerer. Welche alltäglichen Dinge und Gewohnheiten vermissen Sie am meisten? Over. Ja, das sind so die Dinge, die man auch auf der Erde tut, aber eben tun kann, wie zum Beispiel duschen oder laufen gehen draußen im Wald oder sich einfach mal auf die Couch legen oder ins Bett legen und entspannen. Das ist hier oben nicht möglich. Over. Kann man in der Weltraumstation eine Kerze anzünden? Wenn ja, wie sieht sie dann aus? Over. Also theoretisch kann man das, die kann man anzünden. Ist natürlich verboten, weil wir hier eine hohe Feuergefahr haben und das dann auch vermeiden wollen. Aber wir machen manchmal Versuche zur Brandbekämpfung. Also wir schauen, wie Materialien brennen in einer sicheren, Umgebung als Experiment unter Kamera. Und da sieht man, dass die Kerzenflamme rund ist und nicht wie eine normale Flammenform ist. Und die Kerze brennt auch sehr viel langsamer. Das ist eine sogenannte Diffusionsflamme. Der Sauerstoff hat schwerer, an die Flamme ranzukommen. Thank you.